ich wollte das nicht machen. So. Nee, hat doch keinen Drill machen. Kommt mir nur so vor. So. Wechsel. Was? Knappe Fahrwerk aus? Was wird denn mit Fahrwerk? Nein, ich muss mich immer wieder an die Tasten bewegen. Komm, griff das Fahrwerk wieder ein. Das braucht kein Schwein. So, ich brauch die Bomben. Die Bomben ab. Sicher. Nein, das ist schon wieder falsch. Auf mich wird gefeuert! Aua, aua, aua. Bombardierung läuft. So, schön. Das ist ein Volltreffer. Jawohl. Das ist einmal. Hallo, ich wusste doch gerade, oder? Ach nee, Nachbrenner haben wir nur eine bestimmte Zeit. Ja, ist ein bisschen. Ich finde die Steuerung nicht sehr gut an den Joystick angepasst. Und. Bombe raus. Bombardierung läuft. Bombentreffer bestätigt. Uff. So. Schön. Alles weg. Nochmal ein schönes Sandwich. Die weiblichen Flugabwehrstellungen sind eliminiert. Unsere C-123 beginnt mit der Entlaubung. Darf ich das jetzt machen? Ja, ich darf das machen. Lal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 
müssten wir eigentlich auch schon mit der Entlaubung vernünftig beginnen können. Da noch mal raus. Bombardierung läuft. Der Bombenschacht ist bald leer. Ja, toll. Ein Volltreffer. Danke. So. Das war wirklich. Jetzt bin ich raus. Was? Nein, ich will doch nichts vom Fahrwerk. Genau da. So, stopp. Erstmal jetzt schön sinken. Vielleicht nicht so stark sinken. Aber man kann hier so einen leichten Sinkflug antreten. Ich meine, es sind noch ca. 2 Kilometer. Was ist das? Ist das das Entlauben oder ist das das zweite Entlauben? Also Entlaube. Entblätterung. Das sind 2. Hey, das sind 2? What the fuck? What the fuck? Ich raff's. Ah doch, das klappt. Das klappt, das klappt, das klappt, das klappt. Ich hab nix, Agent Orange. Das kann ein bisschen dauern, ne? Also, solange wir auf einer stabilen Flughöhe sind, kann uns ja nichts passieren. Ich habe eben total überhaupt nicht gewusst, dass da überhaupt noch Flugabwehr rumgammelt. Für mich war das mit der anderen Mission schon vollkommen erledigt. Da sind noch ein paar Bäume. Können wir ja alles entlauben. Blättern, besser gesagt, wie es hier heißt. Blätterungsareal, ne? Ich kann auch nicht. Ja, nee, ich bin viel zu hoch. Okay, nicht zu hoch. Nicht viel zu hoch, aber ich bin zu hoch. Komm, noch was runter. Noch was runter. Ja, jetzt. Achso, wenn wir wenn wir das alles entblättert haben, sollen wir wahrscheinlich. Nein, 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 hoch, 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 hoch. Sollen wir wahrscheinlich diesen Agent absetzen. Ruhig. Nee. Jawoll. Das ist sehr entlaubt, muss ich sagen. Ja. Da steht wieder entlaubt. Entblättert. Entlaubt. Da ist Luftabwehr. Wie kommt die denn da hin? NV Amex im Anflug. Beschützen Sie die fliehende C-123. Immer doch. What the f... Ja, Täuschkörper. Wie war ein Täuschkörper? Ich hab's vergessen. Feind weniger. Da ist ein Feind weniger, ich habe ihn noch gar nicht getroffen. Rakete hat Ziel erfasst. Kommt noch einer. Jawoll, schön weg mit denen. Ziemlich verarscht. Das war's für ihn. Jetzt komm. Ja. 2 von 2. So, endlich. 2 von 2, ich meine Ziel. Endlich mal, meine Teamkollegen sind für was Nütze. Ein Wunder. Die sollen wir auch noch abschießen, ne? Einsatzbesprechung. Wird zu hoch. Was? Wieso das denn? Ach so, ach, das ist das Leben meines... Okay. Das erklärt meines. Komm. Ach, das. Okay. Ah, wie war das? Na... Das da, das da, das da. Nein, jetzt das da. Ich muss den. Ich muss da. Kein Fall zu das. 2 von 2. Dass die. Die Bombenschacht ist bald leer. Ja, ist mir scheißegal. Hauptsache die Jäger sterben. Komm schon. So, solange jetzt. Solange mein. Wo ist die? Du willst doch nicht etwa. So, das ist meine letzte Rakete. Jetzt hab ich nur noch ein D. Das war's für ihn. Was? Wieso? Nicht wieso, sondern... 2 von 2. So, und jetzt der da. Unserer CE-123 geht's noch. Ich dachte nämlich, das wäre eben Feind, also... Was ist eigentlich Täuschkörper? Das ist Täuschkörper.
Das war's für ihn. So. Alles gut. Ich glaube, ich muss immer einmal failen, dann weiß ich, wie es gemacht wird. Ist aber auch irgendwie schon scheiße. Ja, Agent Puppel? Kann ich nicht lesen, da ist er wirklich Agent Puppel. Nee, Puppel. Ich nenne ihn jetzt Puppel. Aber wie ist seine Wirksamkeit? Komm, ach's. Ach, egal. Viele Unterschiede. Wird kommen. Die können sich jetzt nirgendwo mehr verstecken. Das ist schön. Gemeinden umzusiedeln ist eine Sache. Aber jetzt werfen wir über dem ganzen Dschungel giftige Chemikalien ab. Wir bekämpfen Bäume statt Kommunisten. Mit Chemikalien das Land zerstören, seinen Feind würde man dafür anprangern. Es ist einfach falsch. Ich verstehe die Motivation dahinter. Wir nehmen dem Feind seine Nutzpflanzen und seine Verstecke im dichten Dschungel. Wir machen den Dschungel sicherer für unsere Soldaten. Ich hoffe nur, dass wir dieses wunderschöne Land nicht in eine Einöde verwandeln. Oh doch. Das werdet ihr bald wahrscheinlich. Oh, Spielhelikopter! Oder? Transport? Spielhelikopter. Ich mag den Spielhelikopter. Spielhelikopter ist toll. Aber vorher müssen wir natürlich ja Schlacht von... Unser Geheimdienst hat einen Vietcong-Sender im Dorf Ap Than Toi aufgespürt. Unterstützt von einer Truppe von etwa 120 Mann. Die 7. Infanteriedivision der AVRN, begleitet von 13 M113 Transportpanzern, ist vor Ort und bereit, einen Überraschungsangriff auf das Ziel zu starten. Zwei Schützenkompanien werden von den Jungs der 93. Transportkompanie auf dem Schlachtfeld abgesetzt. Der Feind wird vor unserer gemeinsamen Stärke in die Knie gehen. Tada! Okay, zurück. Ihr wisst ja, wie es läuft. Immer schön hier ändern. Was sollte man... also ich muss sagen... Na komm, hier weg, futsch. Futsch. Ja, oder... Sind das alle Sachen, die wir einsetzen werden, oder habe ich davon jetzt was zur Auswahl, nämlich? Ich möchte einfach mal... kann ich hier was ausändern? Nee. Dann mach ich nämlich einfach mal... Peter. Ich hoffe, jetzt irgendwie, ne? genau, ist ja Hubschrauber. Die Aufklärung meldet, dass LZ Bravo ruhig und sicher ist. Setzen Sie unsere Marines in der LZ ab und warten Sie, bis Sie die Landezone gesichert haben. Bieten Sie Feuerunterstützung an, falls nötig. Okay. Ah, nee, das ist einfach nur alles, was wir zur Auswahl haben. Sind wir nicht super schnell? Hui. Panzerbüchse. Ungut, ungut. Ah! Panzerbüchse! Nein, 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 nein! Au! Ja. In meinem Hin geht's schon gar nicht mehr so gut. Wenn noch eine Panzerbüchse, also wenn noch zwei Panzerbüchsen kommen, oder eigentlich ist es ja eigentlich mehr so eine Panzerfaust, dann habe ich verkackt. Wo ist denn eigentlich die LZ? Da ist Norden, da ist die LZ. Das hat da Fuß. Er schießt schon wieder. Auf mich wird gefeuert! Ja, hoch! Nein, hoch, sagte ich! Jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir erstmal schön in der Wolkendecke. Und es laggt. Ja, ich muss ein. Weißt du was? Wisst ihr was? Das Fazit kommt. Feindbeschuss! Was? Feindbeschuss? Ah! X-Star Feindbeschuss. X-Star Feindbeschuss. X-Star Feindbeschuss. Ah, ja, 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 ja. Ach, da ist eine Menge Luftabwehr. Das erklärt einiges. Ich weiß, ich habe jetzt Granaten. Na komm, da, eine Granate. Treff ich? Treff ich? Nochmal. Mich wird gefeuert! Ich merk's doch. Ich sitze zufälligerweise im selben Helikopter. Das ist eigenartig, ne? Ich sitze im selben Helikopter wie du. Weißt du was? Ich wechsle gleich auf den Kuchen.
Feindbeschuss! Wie kann ich das Flugzeug wechseln? Ach genau, diese. Ich nehme Kinder. So, jetzt erstmal schön mit dem Cobra. DLZ clear! Was bist du wahnsinnig? Da. Ich hoffe,